Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute zeige ich dir wohl die leichteste Version von Smoke on the Water, die man so auf der Gitarre spielen kann. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und los geht's. Wir starten mit der leeren G-Saite. Das ist die dritte Saite von unten. Leere G-Saite bedeutet, wir spielen die Saite an, ohne mit der linken Hand irgendetwas zu drücken. Erster Ton. Zweiter Ton, wir greifen mit dem dritten Finger, also dem Ringfinger, auf die G-Saite im dritten Bund. Spielen diesen Ton an. Und der nächste Ton, erster Bund, H-Saite. Das ist der dritte Ton. Also es ist der erste Block, den wir halt spielen im Ablauf. Also nochmal leere G-Saite. G-Saite, dritter Bund. Und erster Bund H-Saite. Ja, da hat man das jetzt schon ein bisschen rausgehört. Sind unsere ersten drei Töne. Die nächsten Töne, wir fangen wieder mit der leeren G-Saite an. Spielen wieder dann im dritten Bund die G-Saite, mit dem dritten Finger drücken wir. So, und jetzt greifen wir auf die H-Saite mit dem zweiten Finger, also mit dem Mittelfinger im zweiten Bund, spielen diesen Ton an und gehen dann in den ersten Bund mit dem ersten Finger, bleiben immer noch auf der H-Saite, spielen diesen an. Also in diesem Abschnitt jetzt haben wir vier Töne, also G, leere G-Saite, dritter Bund G-Saite. Dann H-Saite, zweiter Bund und H-Saite, erster Bund. Ist der zweite Block. So, beim letzten Durchgang, wir fangen wieder mit der leeren G-Saite an, dann wieder dritter Bund G-Saite, erster Bund H-Saite. Dann gehen wir wieder zurück auf die G-Saite in den dritten Bund und spielen die leere G-Saite zum Schluss wieder. Also nochmal der letzte Durchgang. Leere G-Saite. G-Saite dritter Bund. H-Saite erster Bund. Wieder G-Saite dritter Bund. Und die leere G-Saite. Ja, das ist dann auch schon, das ist also die einfachste Version von Smoke on the Water, die ihr spielen könnt. Und sind halt hier schön in den ersten drei Bünden, brauchen dich hier ganz nach hinten und mit den Power-Akkorden spielen. Und wenn ihr gerade anfangt mit Gitarre, ist das eine super Sache, da erstmal mit zu starten. Gut, dann viel Spaß beim Üben.